So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel morgen Abend gegen den VfB Stuttgart. Das Spiel ist selbstverständlich, muss man sagen, in dieser Saison und beim Derby ausverkauft. Verletztenseitig sieht es so aus, dass Sascha Rieder noch im Aufbautraining ist, noch nicht wieder im Mannschaftstraining. Und schlechte Nachricht von gestern, Maximilian Philipp, der wieder trainieren konnte und auch bei der zweiten gespielt hat, hat sich gestern Muskelfaser ist im Oberschenkelbereich zugezogen. Ja. Der wird ebenfalls nicht dabei sein können. Ansonsten möchte ich noch auf den Aktionstag hinweisen am Sonntag. Da spielt unsere U19 um 14 Uhr gegen den Tabellenführer aus Hoffenheim. Wir haben die Freiburger Schulen eingeladen, sich dieses Spiel anzuschauen. Schüler von Freiburger Schulen haben freien Eintritt. Wir hoffen auf eine große Kulisse, zugleich natürlich auch kann sich jeder ein bisschen umschauen, was die Fußballschule alles leistet für Freiburg. Fritz Keller wird die Schüler, die kommen, auch begrüßen mit einer kleinen Ansprache. Ab 14 Uhr ist Anpfiff, ab 12.30 Uhr gegen Ende der Partie der Frauen, die um 11 Uhr beginnt, startet unser kleines Programm dort in der Freiburger Fußballschule. Das war's von mir. Ich habe gehört, die Profis sollen auch dort sein, wenn auch eine Kammer geben lässt. Da müssen wir noch schauen, ob mit Blick auf Trainingsplanung, ob jemand rübergehen kann, aber es ist angedacht, dass auch Profis sich zeigen. Das war's von mir, von meiner Seite. Ich darf euch bitten, Fragen zu stellen an Christian Streich. Wenn es welche gibt. Sie haben ja sicher nochmal analysiert, warum es da zum 2:2 gekommen ist in Mainz. Aufnahmefehler. Also das war ja eigentlich schon fehlerhaft, bevor es zu dem entscheidenden Eckball kam. Ne? Ja, ein bisschen, aber dann der entscheidende Fehler ist, wie beim ersten Gegentor, die Aufnahme von Bell und zwei andere Mainzer standen ja dann auch noch, nachdem der Ball zu Okazaki reingechippt wurde und der quer lief zur Abseitslinie. War kein Abseits, klar. Und dann schaue ich mir zu und die Mainzer rücken nach. Also wenn der Ball in der Mitte runterfällt, macht ihn der Mainzer rein. Wenn er kurz runterfällt, macht ihn der Mainzer rein. Und wenn er lang runterfällt, macht ihn auch ein Mainzer rein. Und 4 Sekunden vorher standen wir alle noch bei unseren Gegenspielern, als der Ball reingechippt wurde. Da haben wir waren 3 Spieler paralysiert, schaue und reagiere nicht mehr. Aber das kann ich nicht genauso sagen beim Gegentor. Beim Tor für uns vom Johnny Schmid, wo der Admir auf der lange Pfosten spielt, ist nicht auch ein Aufnahmefehler. Nur es war ein klarer Aufnahmefehler. Und beim ersten Tor, was klar machte, die ist natürlich super gegen den im genau richtigen Moment Schritt vor, Schritt zurück. Schritt zurück, Schritt vor, Schritt zurück. Haben Sie im Nachhinein mit Ihren Wechseln gehadert? Nein, habe ich nicht. Warum meinen Sie? Ja, so wie ich das gesehen habe, verdaddelt Sahin den Ball. Und dadurch kommt dieser lange Ball, der dann zum Eckball führt, in den Torraum und dann zur Ecke macht. Kann man vorher sichern. Vielleicht ein bisschen defensiver, ballsichere Leute gefragt gewesen, um das 2:1 über die Runde zu bringen? Finde ich nicht. Er hat nicht verdattelt, er hat ihn verloren. Das konnte in der Szene passieren, das war nicht so einfach. Erst zieht er mit, da kommen 2 Spieler, da bleibt er hängen. Vorne hat er keine Anspielstation gehabt, das passiert. Und da gibt es ja nur Eckball. Erstmal. Ja, aber nur Eckball in so einer Phase. Aus dem Eckball gab es kein Tor. Das ist ja schon ein halbes Tor dann, ja. Nein, eigentlich kein halbes Tor bei Mainz in der jetzigen Situation. Überhaupt nicht. Es gibt den Eckball. Man sollte doch in so einer Schlussphase vermeiden, dass es Freistöße und Eckbälle gibt, oder? Genau, das sollte man vermeiden, aber ich glaube, es gibt immer wieder Eckbälle und Freistöße, auch wenn man das gern vermeiden würde, selbst bei Bayern München, bei Real Madrid. Also ich gehe sicher nicht zum Spieler und sage, was hast denn du da Furchtbares angestellt? Und Brandt mag ihn, weil er einen Ball verloren hat, weil sonst habe ich nach einer Woche keine Spieler mehr auf dem Platz im Training. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, was das jetzt soll. Der Danny Sahin hat sehr gut trainiert. Der Danny Sahin hat in diesem Spiel gute Sachen gemacht. Einmal entscheidet er sich für einen Querpass, wo er schießen müsste, aber er rechnete damit, dass der Bell kommt.
Wir haben da einen Fehler gemacht, und der entscheidende Fehler ist, dass drei Spieler, nachdem der Ball wieder zum Okazaki kommt, wie ich Ihnen gerade erklärt habe, nicht mehr den Gegner aufnehmen. Nehmen die den Gegner auf, passiert gar nichts. Und das ist der entscheidende Fehler. Und genauso, das war beim ersten Tor der Fehler vom Karim GD. Die Spielbeobachtung ist ja jetzt möglicherweise ein Stück weit Makulatur. Mhm. Und ich denke, der VfB wird wahrscheinlich unter Hugh Stevens anderen Spieler als unter Armin Fee. Mhm. Macht es einfacher oder hilft dann, dass es ja noch nicht so lange her ist, dass man gegen den VfB unter Stevens gespielt hat? Genau, ich habe gegen VfB gespielt unter dem Hüb. Und dann kann man ja sich orientieren an solche Dinge, das ist ja klar. Und dass man sich dann weniger orientiert an irgendwelche Spiele vom VfB vor 2 oder 3 Wochen. Was man auch tut, ein Stück weit, weil es sind die gleichen Spieler. Aber natürlich auch, wo der Hüb Stevens Trainer war, das tut man natürlich ins Kalkül ziehen, das ist ja klar. Und tut es dann versuche richtig zu betrachten und dann die Schlüsse daraus ziehen, wie sie spielen könnten. Ihre Mannschaft hätte möglicherweise ein bisschen anders spielen müssen jetzt gegen eine Stevens-Mannschaft als gegen eine B-Mannschaft. Ja, es kommt darauf an, wie viel man Gewichtung dem Gegner gibt und, oder Gewichtung der eigenen Herangehensweise unabhängig vom Gegner. Daraus werden wir was entwickeln und werden uns dann abwägen, wie viel Gewichtung in die eine oder in die andere Richtung gesetzt wird. Aber es kann sein, dass das ein bisschen offensiver sein muss, möglicherweise, als es jetzt in den letzten Spielen der Fall war, oder? Ja, ich fand es war offensiv genug, Schalke, und er hatte viele Torchancen. Also, man sollte dann mal schauen, wie viel Torchance, das war jetzt gegen Mainz, hat man nicht viel Torchance, aber Mainz hatte auch ganz wenig. Und es ist ein gutes Ergebnis, rein jetzt, dass Mainz wenig Torchance hat gegen uns. Der hatte weniger Torchance gegen uns in 90 Minuten als gegen Werder Bremen in 15 Minuten. Und für uns ging es um Stabilität. Und wenn du siehst, Schalke-Spiel und das Köln-Spiel, zweite Halbzeit, da hatte mir viele Torchance. Und das war dem geschuldet, dass wir das gut umgesetzt haben. Die taktischen Dinge einfach so umgesetzt habe, wie wir es machen wollten, und dann einfach auch die Räume genutzt habe und uns Torchance erarbeitet habe. Und jetzt werden wir sehen, wie wir das gegen den VfB machen. Also, wenn du die Spiele anschaust, das Spiel ist schwer zu bewerten gegen Augsburg, weil der Daniel Schwab gelb-rot kriegt, schon früh im Spiel. Die anderen Spiele, ein verrücktes Spiel gegen Frankfurt, das sie gewinnen in Frankfurt. Armin hat es ja gesagt, es hat ihnen ein gewöhnliches Glück gefehlt. Wenn ich die Karte anschaue, ist nicht so, dass der VfB jetzt viele Punkte hat und besonders gut spielt, aber mein eins ist klar, am morgen Abend werdet ihr natürlich alle Energie reinsetzen, natürlich jetzt nur mit der Veränderung und auch klar, nach so einer Veränderung, also Entschuldigungen findest du nicht mehr so viel als Spieler dann, wenn die Trainer ausgewechselt werden irgendwann. Das ist ja dann auch oft dann der kurzzeitige Effekt. Du kannst dich hinter nichts mehr verstecken, und von dem her wird es ein sehr, sehr intensives Spiel werden, da bin ich überzeugt davon. Mit vielen Zweikämpfe und Durchsetzungswille für beide Mannschaften. Aber die taktischen Dinge, die können wir dann morgen Abend anschauen. Womit rechnen Sie denn jetzt so von der Veränderung her, die Mannschaft, die der Fehl wird spielen lassen und wie der Stevens jetzt den VfB hier aufs Feld schicken? Ja, er wird sehr viel Wert auf die Organisation legen, schätze, und auf Disziplin. Und auf unbändiger Einsatz. Als solche Sache, dass sie halt wieder eine Stabilität kriegen, die sie dann in der anderen Spiele nicht in allen Phasen
des Spiels hatte. Aber nochmal, sie hatte auch in Frankfurt muss ich erstmal 5 Tore schießen. Und dass die Mannschaft Qualität hat, steht ja außer Frage bei dem Kader. Und wir müssen uns nach uns richten. Sehr schade jetzt mit Maximilian Philipp, der gut drauf war, in Waldhof gut gespielt hat. Der wäre definitive Überlegung gewesen, wenn die Räume eng sind. Und wir müssen uns nur auf uns konzentrieren und auf unsere von der Selbstvertrauen mit dem Ball, dass wir Fußball spielen, dass wir uns trauen, dass wir gute Abstände haben und einen Rhythmus finden, nicht zu wild sind, uns nicht treiben lassen vor Lokalderby-Emotionen, sondern hochfokussiert und mit Vertrauen in unsere Fähigkeiten in das Spiel gehen und wissen, dass natürlich der VfB Stuttgart unter Umständen defensiver spielen wird als zuletzt und natürlich dann mit ihren auch sehr, sehr schnellen Leuten, qualitativ gute Leute, probiert uns im Umschaltspiel zu überraschen. Auf all das müssen wir uns nicht einstellen. Wie hat denn die Mannschaft das späte 2:2 verdaut? Das war nicht das erste Mal in der Saison, dass man relativ gegen Spiele noch einen Ausgleich kassiert hat. Tja. Ist das ein Thema, oder? Ja, wenn du dich da nicht richtig verhältst, kann sein, dass du ein Tor kriegst. Und das haben wir nicht in mehreren Szenen, also bei diesem Tor, haben wir uns nicht optimal verhalten und da kann das passieren und dann muss man drüber reden, über so eine Szene, Ball rausgespielt, wie nimmt man auf, entweder bleibt man hinter drin oder man geht so raus, dass es abseits ist und wenn es dann kein Abseits ist und der Ball kommt nochmal rein, dann muss ich den Gegner aufnehmen im Strafraum. Und das haben mehrere Spieler nicht gemacht und da gibt es ja da gar keine Diskussion. Ich meine, nach dem Spiel, ich rede nicht über Spieler hier, die das nicht gemacht haben, weil das ist, kann jeder selber anschauen, wenn er will. Die Spieler kamen zu mir und habe gesagt, brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, weil das war natürlich einfach geschaut, nochmal geschaut, nochmal geschaut und nicht mehr reagiert über Sekunden, nicht mehr agiert. Aber das gibt es halt im Fußball. Wir tun das überhaupt nicht verniedlichen, wir schauen das ganz genau an, wird alles analysiert, wir machen ein Standardtor, wir wollten den Ball dorthin haben, wir haben den Ball dorthin gekriegt, der Admir macht das Tor, wir haben das vorher auch gesehen, können wir auch sagen, Mainz hat vorher dort vielleicht eine kleine Lücke gehabt in den Spielen vorher, wir haben sie gesehen und wir haben das Tor gemacht, der Lars hat es analysiert, Lars Fossler. Und das zweite Tor war auch kein Zufall, das erste Tor, das 1:1 war auch kein Zufall. Kommt Ihnen jetzt dieser Trainerwechsel ungelegen? Na, wenn ich jetzt sage, nein, der Trainerwechsel kommt uns nicht ungelegen, dann wäre die gelogen. Nein, es gelegen oder ungelegen. Erstmal finde ich es immer eine komische Situation. Ich hätte mich gefreut, der Armin Fee hier zu treffen und dass wir uns auf sportliche Weise duellieren können. Mich hat es überrascht, dass es so gekommen ist, wie es kam. Jetzt, also sehr, sehr überrascht. Aber das ist zu respektieren und jetzt kommt halt Hüb Stevens wieder und dass der Mann extrem viel Erfahrung hat und mit solchen Situationen und ein guter Trainer ist, das brauche ich ja nicht zu erwähnen, das weiß ja jeder. Aber ich freue mich auch, dass der Hüb kommt, gerade schöne Begegnungen mit ihm. Auch letztes Jahr in Stuttgart, was ich knapp gewonnen habe und überhaupt. Ich finde tolle Trainer und auch ein paar Jahre älter. Und da kann man, wenn man genau hinschaut, kann man da einiges auch mitnehmen. Aber jetzt gelegen oder ungelegen?
nicht gelegen und nicht ungelegen. Es hat keine Relevanz. Ich habe es ja vorher gesagt, was man aus so einer Situation macht. Man studiert die Dinge, wo man glaubt zu erkennen vom Hüb. Also studiere nicht ihn, sondern den, wie er spielt. Aber vielleicht spielt er am Morgen ganz anders, weil der hat ja so viel Erfahrung. Und man studiert die letzten Spiele vom VfB trotzdem und dann tun wir es abwägen, wie viel man von da und da erwartet. Aber wir dürfen nicht so viel darüber reden in der Mannschaft. Ich gehe sicher nicht zu denen hin und erzähle halt den Vortrag über Armin Fee-Fußball und Hüb Stevens-Fußball. Wir zeigen denen die einzelnen Spieler, wir zeigen ihnen die Stärke und Schwäche und wir machen eine akribische Spielvorbereitung wie natürlich immer, die jetzt ein bisschen anders ausfällt. Das ist alles, aber das soll nicht ein Marc Torrejon und ein Stefan Mitrovic, für die das ist keine so große Relevanz, ob es da der Trainer ist oder der Trainer. Bei allem Respekt, ich hätte jetzt am liebsten beide da gehabt, aber es geht halt nicht. Ja, weil ich bei dir nicht finde. Die Mannschaft dann so verunsichert vom VfB, dass man dann. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft so verunsichert ist. Die haben zu wenig Punkt für ihre Ansprüche. Und es ist aber Stuttgart ist immer ein bisschen turbulent. Das ist ja. VfB Stuttgart ist halt ein Verein, ich habe es da gesehen, der Herr Aufsichtsratsvorsitzende, der hat ja gesagt, sie haben 5 Titel oder 5 Meisterschaften und da ist dann schon mal, natürlich wird es da total unruhig mit dem Anspruch, den diese Stadt hat, mit ihrer wirtschaftlichen Kraft, mit all dem, was für Stuttgart steht. Ich habe ja damals 2 Jahre gewohnt und gelebt. Da sind die Leute, möchte da halt immer was ganz Besonderes geboten kriegen. Und wenn sie es nicht kriegen, dann kann es schon mal sein, dass sie ein bisschen brudle. Was sagen Sie dazu, dass der Fee gesagt hat, er selber soll jetzt gehen, dass er sich selber sozusagen da so rausnimmt, ist ja eher ungewöhnlich. Ja? Ich habe Pressekonferenz nicht gesehen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass er findet, er sollte gehen. Ja. Das hat er ja gemacht. Wenn er findet, dass er gehen sollte, dann hat er Pressekonferenz gemacht und ist gegangen. Was sagen Sie dazu? Das ist ja eher unglücklich für den Trainer, dass er selber sagt, ich bringe der Mannschaft kein Glück oder es bringt besser für die Mannschaft, wenn ich weg bin. Ja, ich möchte mir eigentlich nicht. Ich kann da nicht hinter die Kulisse schauen. Ich weiß nicht, was da passiert. Wie gesagt, das ist ein großer Verein, da sind viele Leute, die da auch dann ihre Meinungen einbringen und so. Ich kenne so Vereine nicht von innen. Ich bin hier in Freiburg. Ich kann da nichts dazu sagen. Ich sehe das nur von außen und wenn ich da was sage von außen, dann ist es eh falsch. Ich spreche mit Armin, wenn ich ihn das nächste Mal sehe und frage ihn. Aber das sage ich Ihnen dann nicht. Wenn man die Spieler anguckt, zum Beispiel SC, die Duelle in der Bundesliga, diese Baden-Württemberg-Derbys, wenn ich es nicht falsch geguckt habe, gab es 2 Unentschieden bei mehr als 30 Begegnungen. Interessant. 19 zu 10 Siege für den VfB, aber kaum ein Unentschieden. Was sagt das aus, wenn man auf so ein Derby guckt und dann diese Bilanz sieht? Dass die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens nach 30 Spielen größer geworden ist. Im Ernst, also das ist genau das, was ich daraus schließe. Ich meine, letztes Jahr haben wir 1-0, stand es 1-0. Wir haben eine riesige Chance, 2. Wenn wir das Tor machen, geht es wahrscheinlich 1-1 aus. Machen wir nicht, dann geht es halt 2-0 aus für den VfB. Oder hier, wo wir 2-1 gewonnen haben, da mal, einmal haben wir 3-0 gewonnen, aber machte Pavel, glaube ich, in das 85. 2-0. Das sagt für mich nichts aus. Aber trotzdem ist es ungewöhnlich, dass es so wenig Unentschiede gab. Nur ist es natürlich auch ungewöhnlich in manchen Duellen, dass es dann irgendwie 15 Spiele gibt und es gibt 10 Unentschiede. Ist auch wieder ungewöhnlich, aber was sagt das jetzt aus? Und ich meine, was soll das? Es kann ja nichts aussagen, vor 15 Jahren irgendein knappe Sieg und kein Unentschiede. Hat natürlich jetzt keine Relevanz mehr, wenn Rohle da gespielt hat und Algöver und Karl-Heinz Förster.
Obwohl da haben wir nicht in der Bundesliga gespielt, das Ding gespielt habe. Ja, ja, das stimmt. Aber da war der VfB auch mal in der zweiten Liga. Da war ich ein Bub noch, das weiß ich noch. Aber das ist schon 40 Jahre her, glaube ich. Mit Hansi Müller? Mit Hansi Müller. In der zweiten Liga. Ja, das hat keine. Also es hat keine. Ich meine, kann natürlich auch sein, Derbys scheinen so intensiv zu sein und auf Biegen und Brechen, dass keiner... Dass man gewinnen will. Ja, aber klar. Aber ich glaube, man kann keine. Man kann keine Signifikanz draus ziehen. Ich erkenne nichts Signifikantes. Ist denn trotzdem Sie jetzt hier nicht nur Badener auf dem Platz haben, denn bei den Spielern jetzt was zu merken, Baden-Württemberg Derby, spielt das noch eine Rolle oder ist das für die Business as usual, jeder Gegner ist schwer? Weiß ich nicht. Also in der heutigen Zeit, es ist für den Christian Günther was anderes als für Stefan Mitrovic. Das ist definitiv sicher. Weil der wohnt nicht so weit weg von der Grenze. Und je näher man an der Grenze wohnt, desto, wie das ja alle Menschen kennen, irgendwie heißt dann, die sind so und die einen, was weiß ich, komische Haare, die anderen lange Ohren und die essen was Falsches, dabei essen die drüber, die das sagen, eigentlich fast das Gleiche, nur sind ein bisschen anderes. Oder irgendwie, das ist ja immer mit diese mit Schweiz und Deutschland, immer wo Grenze ist, passiert genau das. Komisch, dass die Menschen das immer so machen, aber ich mache es irgendwie, bei mir geht es auch im Kopf irgendwie so rum. Das ist halt so, das gehört halt dazu. Das geht halt um Abgrenzung und so und dann. Aber Christian Günther hat viele Duelle mit Stuttgart, viele Erinnerungen. Stefan Mitrovic keine. Vielleicht kommt er. Aber und fragt mich, aber eins weiß er natürlich. Derby kann er sagen. Ne? Dass er Derby ist, weiß er. Dafür hat er genug Bildung und genug geografische Kenntnisse. Und dass am Freitagabend Flutlichtspiel ist und der VfB unsere Landeshauptstadt ist und der VfB eine große Tradition hat. Das wissen diese Spieler auch, weil sie sich sehr für Fußball interessieren. Und dass da eine gewisse Brisanz drin liegt auch, aber in erster Linie ist das Spiel, wo es um einen Sieg geht. Und den könnte beide sehr, sehr gut gebrauchen und viel mehr als irgendwelche Bezug auf diese nachbarschaftliche Nähe, die ist, glaube ich, nicht so relevant wie das, die Notwendigkeit, dass man Punkte sammeln muss in der Situation, wo man ist. Okay. Gibt's noch eine Frage? Ich kann was sagen zu Mo Guida. Überrascht es, dass der Hamburg jetzt so schnell Bundesliga spielt? Ja, dass er jetzt Bundesliga spielt zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, überrasche. Wir haben gewusst, dass er. Was er für Fähigkeiten hat, haben wir wirklich gewusst. Es waren Umstände, die manchmal eine Veränderung sinnvoll sein kann. Man hat es nicht gewusst, ob das jetzt gut ist, aber da gibt es Rahmenbedingungen bei dieser Geschichte, die sind relativ breit gefächert und hier wäre es nicht möglich gewesen. Er hatte aufgrund, nicht von dem Junge, der Junge ist in Ordnung, aber von dem allem drumherum, das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte und Hamburg ist weit weg von Straßburg und das war die Möglichkeit, je weiter weg wie möglich und die scheint er zu nutzen, jetzt warten wir mal ab, wobei es natürlich immer schnell gehen kann mal, aber er hat Fähigkeiten und es war wahnsinnig schade, man hat es immer wieder probiert. Es waren mehrere Trainer involviert, nicht ein Trainer, der ihn hatte. Und durch alles drumherum und was so war, war es für den Jungen zu schwierig. Und jetzt scheint es leichter zu sein, weil er sich auf sich konzentrieren kann. Aber er ist nicht ausgeliehen. Er ist weg. Ja. Wann ist er gegangen? Kann ich schon gar nicht. Im Sommer. Anfang im Sommer, ja. Auch solche,
auch mit solchen Geschichten muss man leben. Es gibt, wir hatten mehrere Spieler schon, auch in meiner Zeit in der Jugend, wo mir überlegt hatte, Spieler, die talentiert waren, die es im Nachhinein nicht geschafft haben, wo mir überlegt habe, dass mir diese Spieler, ob mir in Bremen anrufen solle oder irgendwo und das besprechen solle, dass er dorthin geht, weil mir glaubt habe, eigentlich er schafft es viel eher dort, weil das, die Rahmenbedingungen und all das erst an dem Ort, wo dann so viel auf ihn einstürmt, er es wahrscheinlich nicht schafft. Und nur, das machst du natürlich auch nicht so gern, dass du einen talentierten Spieler hast und gibst ihn dann zu einem anderen Verein. Aber der räumliche Abstand, das weiß man ja selber, wenn man ehrlich ist, weiß man das selber, auch in familiären Situationen. Es gibt Situationen in einer Familie, und wir sind ja irgendwie auch eine Familie, im weitesten Sinne gibt es Situationen, wo Kinder oder irgendwie, oder Lebenspartner oder wie auch immer, sind an dem Ort und es geht nicht weiter und es gibt eine räumliche Veränderung. Und es geht auf, weil es zu viel Druck drin ist und zu viel, was weiß ich, drauf eingestürmt wird und Erwartungen und Mitrede und Mitschwätze. Manchmal müssen die Kinder weg von ihren Eltern. Da geht es viel besser. Auch wenn es die Eltern nicht wahrhaben wollen. Lieber nicht dann in Freiburg studieren, sondern in Hamburg. Und plötzlich entwickeln die sich und haben andere Möglichkeiten nochmal, damit, wenn der Vater nicht mehr dazwischen schwätzt und Mutter. Das ist so. Und genau so Situationen passieren bei Spielern, die, wo viel Druck auf dem Kessel ist und jetzt ist die räumliche Entfernung, die hat es gebracht. Ich habe es nicht gewusst, ob es geht, aber ich bin jetzt nicht so wahnsinnig überrascht. Da brauchen wir nicht drüber, ja, gar nicht drüber. Wir haben ja zusammen das Spiel gesehen damals, ich war in Berlin beim Pokalendspiel, ich habe ihn ja hier auch gesehen. Ich meine, wenn du das Pokalendspiel da in Berlin gesehen hast, jeder hat gesehen, da kann klasse Fußball spielen, nur das reicht nicht. Da kommen noch viele andere Sachen mit dazu. Von dem her freue ich mich für ihn. Er ist ein netter Kerl und jetzt hoffe ich, dass er weiter sein, dann in Anführungszeichen, ruhiges Leben in Hamburg führen kann. Lustig, nicht, dass man sagt, jetzt vor Hamburg, man hat schon Respekt vor einem ruhigen Leben. Manchmal ist es absurd, aber es ist tatsächlich so. Ausleihen war keine Option. Wir haben das besprochen. Aber ich bin jetzt nicht in allen Punkten so, dass ich alles so genau gewusst habe, wie die drüben. Also ich tue mich da nicht distanzieren, ich bin in der Verantwortung. Aber ich rede jetzt davon, dass ich sage, diese täglichen Prozesse, die da ablaufen, die kann ich nicht mehr verfolgen. Und was da passiert. Und ich kann auch einfach keinen Einfluss mehr nehmen in dem Maß auf Spieler. Und das will ich auch nicht. Wir haben Leute da drüben, die das machen und die machen das gut. Und jetzt haben wir wieder Maximilian Philipp. Und dann gibt es einfach auch mal so eine Geschichte, auch für Freiburg, auch wenn der Freiburg das nicht will. Aber es ist eine gute Geschichte, weil jetzt schauen wir, wie sie weitergeht. Ich bin noch sehr skeptisch, weil er jetzt ein Bundesligaspiel gemacht hat und weil er jetzt die Möglichkeit hat, aus seinen tollen Fähigkeiten etwas zu entwickeln und zu einer Persönlichkeit zu werden, Bundesligaspieler, Geld zu verdienen und alles. Aber er hat dieses Spiel gemacht, jetzt warten wir ab, wo er steht, im Jahr oder anderthalb Jahr. Und wie viel Freiheit er kriegt, und dass nicht nur zu viel Last ist, dass er weiterhin Bundesliga spielen kann und sein Talent entwickeln kann. Das wollen wir mal abwarten, ob das geht. Ich wünsche es ihm von ganzem Herzen. Freuen Sie sich jetzt auf das Spiel morgen Abend, so wie viele Fans, die dem schon richtig entgegenfiebern? Ja, entgegenfiebern. Also, dass ich jetzt so da sitze immer und sage, boah, jetzt morgen das Spiel und so, ich bin irgendwie nicht ganz so der Typ, ich bin nicht so der Typ von, wie soll ich sagen, ich bin mit so vielen Dingen beschäftigt. Mit Spieler, mit dem Spiel, mit wem noch, was, eben Stuttgart, Situation, Atmosphäre, Gegenspieler und alles das versuche zu erklären und nicht zu viel zu reden. Und nicht zu wenig und Video und dann gehe ich abends ins Bett und am anderen Tag wache ich auf und dann mache ich immer gegen den VfB und dann bin ich nicht unglücklich. Aber das kommt dann irgendwie, ich freue mich über jedes Bundesligaspiel. Aber nicht so, wie man sich das jetzt im Allgemeinen vorstellt, dass ich jetzt sage, ah, ich fieber drauf und ich bin total. Gut.
Vielen Dank.